Mein Name ist Constanze Krehl. Ich bin Abgeordnete im Europäischen Parlament für die sächsische SPD und ich komme aus Leipzig. Leipzig ist meine Heimatstadt und Leipzig ist eine europäische Stadt. An den Universitäten und Hochschulen studieren viele junge Leute aus ganz Europa und umgedreht können viele Leipzigerinnen und Leipziger, Auszubildende und Studierende in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union lernen und arbeiten. Das ist das Verdienst der Europäischen Union. Wenn Buchmesse ist, spürt man die kulturelle Vielfalt Europas ganz besonders in Leipzig. Und wenn man durch Leipzig geht, sieht man an vielen Ecken und Enden, wo europäisch gefördert worden ist. Ob im Citytunnel oder bei der Radfahrt an den See. Das Neuseenland ist entstanden mit tatkräftiger Unterstützung durch die Europäische Union. Und selbst an jedem Berufsschulzentrum, wenn ihr dort lernen solltet, könnt ihr sehen, dass die Einrichtung bezahlt worden ist durch die europäischen Strukturfondsmittel.